Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so. Ich möchte Sie gleich von Anfang an doch emotional einbinden. Ich werde öfter Dinge sagen wie früher, als ich jünger war und seit ich älter bin. Und Sie sind herzlich eingeladen, darauf wie folgt zu reagieren, dass vielleicht die Älteren bei dem Satz früher, als ich jünger war, so ein erinnerungsgetränktes machen. Und die Jüngeren bei dem Satz, seit ich älter bin, so ein bedauerndes. Ich überlasse das natürlich Ihnen, ob Sie das machen oder nicht, möchte es aber einmal proben. Früher, als ich jünger war. Nein, falsch. Ich habe es doch nur gerade erklärt. Es ist doch noch keine 30 Sekunden her. Also nochmal. Früher, als ich jünger war, die Älteren. Ha, seit ich älter bin, die Jüngeren. Also, seit ich älter bin. Früher, als ich jünger war. Das waren doch dieselben, oder? Machen Sie, was Sie wollen. Ich bin ja jetzt 51. Ne? Langsam. Sie haben es ja wohl gelesen. Ende letzten Jahres. Richard Gere, 50, wurde vom US-Magazin People zum Sexiest Man Alive. Ja, 50 ist der Mann. Das heißt, ich bin um ein schlappes Jährchen an dieser Auszeichnung vorbeigeschrammt. Und nicht nur, dass meine Altersklasse die aktuellen männlichen Sexsymbole stellt. Es ist auch das Alter der Männer an den Schalthebeln der Macht. Ne? Prinz Charles, er hier. 50. Joschka Fischer, 50. Gerhard Schröder, 50. Bill Clinton, 52, glaube ich. Ich hätte mir als Kind nie träumen lassen, dass ich einmal fast so alt sein würde wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, ja auch nicht. Ne? Die sind ja 6 Stunden zurück, glaube ich, in Washington. Ne? Sitzen vielleicht jetzt beim Mittagessen. Vielleicht sagt Hillary gerade in diesem Moment zu ihm, wusstest du, dass der Lippe ein Jahr jünger ist als du? Gerade am Beispiel von Clinton und Schröder kann man ja sehr schön die Unterschiede zwischen amerikanischer und deutscher Lebensart studieren. Ne? Schröder raucht seine Zigarren. Und während Clinton alles nagelt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, geht ja Schröder immer den Dienstweg. Ne? Heiratet stur jede Frau, die er kennenlernt. Über unseren alten, dicken Helmut, ne, liest es, man kann ja viel gegen ihn sagen, klar, aber diese Geschichte mit Monika Lewinsky, das hätte ihm nicht passieren können. Stellen Sie sich doch mal vor, nein, tun Sie das nicht. Nehmen Sie nur mal an, Helmut Kohl wäre beschuldigt worden, eine Praktikantin hätte sich oral... Sie soll es sich doch nicht vorstellen. Oral an ihm zu schaffen gemacht. Es hätte ihm doch wirklich jeder geglaubt, wenn er gesagt hätte, ich habe nichts gesehen. Aber trotz Clinton muss man sagen, normalerweise lässt, wenn man älter wird, das Interesse am Sex nach. Nicht völlig, aber
Man ist einfach nicht mehr so wild dahinterher. Oder lassen Sie es mich in der Fußballersprache sagen. Wenn der Ball auf mich zukommt, okay. Dann stoppe ich ihn und verwandle. Aber ich gehe keine weiten Wege mehr. Man hat einfach andere Sorgen, ne? Das Gewicht. Wissen Sie, woran Sie merken, dass Sie Übergewicht haben? Wenn Sie nach dem Essen den obersten Knopf der Hose aufmachen wollen. Und er ist schon auf. Was auch zunehmend im Alter ist, das Interesse an Medikamenten und der Platz, den die im Koffer einnehmen, wenn man verreist. Nicht? Gerade ich versuche ja immer optimal in Form zu sein für mein Publikum. Ich nehme also sehr viel Medikamente. Ich kombiniere auch. Und da müssen Sie aufpassen. Wenn Sie Medikamente kombinieren, ist die Wirkung nicht immer exakt vorhersagbar. Wenn Sie zum Beispiel ein Barbiturat, ein Schlafmittel, mit einem Laxativum kombinieren, einem Abführmittel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die anderen können es sich in der Pause erklären lassen. Was der Arzt auch empfiehlt, wenn man älter wird, ist das regelmäßige Einlegen von Alkoholpausen, damit die Leber regenerieren kann. Und das ist nicht einfach in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, es ist richtig schwer. Egal, wo man hinkommt, immer heißt es, komm, wir saufen ein. Nein, ich möchte nicht. Wieso denn nicht? Es bekommt mir nicht. Mir auch nicht, komm, wir saufen ein. Das wird nicht akzeptiert. Da heißt es, komm, ich habe doch Geburtstag oder wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, ich trinke aber nicht. Komm, ein Gläschen. Nein, wirklich nicht. Eine Schorle. Nein. Ein Schlückchen. Nein. Ist so schrecklich, diese Drängelei. Das gibt es ja auf anderen Gebieten auch nicht. Wir sagen doch auch nicht beim Essen. Was möchtest du essen? Fisch? Nein, Fisch bekommt mir nicht. Komm, einen halben. Oder möchten Sie mit mir schlafen? Nein, bitte nicht. Kommen Sie, 5 Minuten.